mehr. Ja, langsam mehr. Mehr. Ich klicke dich auch gleich mehr langsam als schnell. Hm. Hallo. Jetzt fällt die Katze durchs Katzenklo. Yay. Ja, ihr Lieben, es ist Mittwoch. Es ist nicht Donnerstag und der Akku ist leer. Bitte Akku aufladen. Die Kamera verarscht mich, wo ich dabei bin. Ey. Ich muss unbedingt neue Akkus kaufen. Es ist Mittwoch und nicht Donnerstag. Und was sagt uns das? Morgen ist Vatertag und eigentlich kaufe ich ja donnerstags. Nur habe ich heute gekauft. So, ich zeige euch jetzt, was ich gekauft habe. Und kleine Triggerwarnung, weil sich beim letzten Mal jemand beschwert hat, dass ich so viel ungesunde Sachen kaufe, habe ich heute mal in meine Schränke geguckt und mir wurde ja ans Herz gelegt, dass ich mehr Nüsse essen soll. Haselnüsse. Und das sind zwar keine Nüsse, aber das sind Mandeln, auch super gesund. Mandeln, habe ich mir sagen lassen, super gesund. Und Obst, ganz viel Obst habe ich noch gefunden. Und zwar Erdbeeren und Kirschen. Also kann mal keiner behaupten, ich würde nicht genug Obst und Nüsse essen. So, das dazu. Könnt ihr euch jetzt in den Kommentaren gerne drüber auslassen. So, jetzt zeige ich euch den Einkauf, der reicht nicht für eine Woche, also zumindest nicht alles. Also sind ein paar Sachen bei für mich, zum Frühstück zum Beispiel, das reicht über eine Woche. Aber halt viele Sachen auch nicht und jetzt ist Monatsende, jetzt warten wir erstmal auf neues Money Money. Und dann können wir auch wieder alles schön auffüllen, da ist der Ehemann übrigens. Hallo. Ich zeige euch jetzt unsere Auswahl an gesunden und ungesunden Lebensmitteln in einer guten Waage, also schön ausgeglichen. Das, was alles. Wir gerne essen wollen. Genau, das, was wir gerne essen wollen, habe ich nämlich gekauft. So, was sehen wir? Äpfel, super gesund. Kartoffeln, kann man jetzt sehen, wie man will. Ich zähle sie mal zu den gesunden Sachen. Lecker. Eigentlich ist das alles gesund, wenn man es denn in Maßen isst. Ne? Also, Äpfel für zum Beispiel in Mainz Kier oder so zum Kleinschnibbeln und Snacken. Kartoffeln für Aufläufe, Bratkartoffeln und Pseudopommes, weil ich mache die Pommes im Airfryer ohne Fett, also auch wieder gesünder. Wassermelone hatte ich jetzt voll Bock drauf und hört sich auch super an. Na, wer kennt das? Wer weiß, was das ist? Wer weiß, was das ist? Richtig, das Rhabarber. Freue ich mich schon sehr drauf auf Rhabarber. Dann habe ich noch Tiefkühl-Erdbeeren und das zusammen in der Auflaufform und schön mit Crumble oder so drüber. Dann wieder Energy und ich habe leider für mich einen zu wenig gekauft. Irgendwie hat das beim Online-Shoppen nicht geklappt. Also ich habe drei. Ich habe hier den Fiesta, Ultra Fiesta ohne Zucker. Das ist der Apfel. Ultra Paradise, der schmeckt nach Apfel, die sind super lecker. Für meinen Ehemensch habe ich wieder viermal den weißen ohne Zucker, weil der den halt super lecker findet. Dann kam wieder einmal mit super ungesunder, krebserregender, mir egal was Krebs erregt, Ketchup. Conte. Dann kam auch wieder mit Mayonnaise. Und immer, wenn ich Mayonnaise sage, dann muss ich an die eine Folge denken von, wie heißt die Serie nochmal? Two and a Half Men, wo der Alan, nämlich mit der Bauchrednerpuppe, die ganze Zeit versucht, Mayonnaise zu sagen. Stimmt, ja. Da muss ich immer dran denken, wenn ich Mayonnaise sage. Oh Mann, gebranntes Kind, ey, Junge, Junge. So, weiter geht's. Dann kamen mit Karotten gewürfelt. Ich wollte dann mal ausprobieren, ob die so lecker schmecken, was ich nicht glaube, wie wenn man die Möhrchen aus dem Erbsen- und Möhrchenglas isst. Weil ich finde die Möhrchen aus dem Erbsen- und Möhrchenglas so lecker. Aber das liegt, reiß ab, das liegt wahrscheinlich daran, weil die halt mit den Erbsen zusammen gegart sind. Und die ja nicht, die sind ja alleine gegart. Aber wir probieren die mal. Ich bin sehr gespannt. Dann kam mit Kaffeeweißer. Warum ist der blau? Der war doch sonst nicht blau. Jetzt ist der blau. Also zweimal Kaffeeweißer für den Ehemenschen. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich kann bis 6 zählen. 6 mal Cherry-Roma-Tomaten für Salat
Oh, da ist der auch schon blau. Stimmt. Ich hatte irgendwie, ach, dann war der von dem anderen Laden. Sechsmal Cherry-Tomaten für Salate und für meinen Sohn und mich zum Snacken. Dann zwei Packungen, denen ist es passiert, den Tomaten. Also, ja, passiert. Geschehene Tomaten für Auflauf und Nudeln, ganz ungesunde Nudeln mit Hackfleisch. Oh, Entschuldigung, mit veganes Hack oder halt richtig tote Kuh hier. Toter Wiederkäuer. So, Kokosmilch zweimal für diverse Soßen, für diverse tote Tiere oder nicht tote Tiere, die gerne tote Tiere wären. Gewähren, gewesen wären, hätten, täten. Da, noch mehr Obst. Oh, wir sind so gesund. Obst, das sind Datteln. Du hast gar keine Süßigkeiten hier. Richtig, habe ich nicht. Oh, Schande über dein Haupt. Also zweimal Datteln. Dann siebenmal Frischkäse, der körnige Frischkäse. Den packe ich mir nämlich morgens, weil ich so ein ungesund liebender Mensch bin, auf den Teller zusammen mit den Tomatoes und zusammen mit zwei kleingefitzelten Datteln. Und ich zeige euch mal mein Brot quasi. Hier, Reiswaffeln ist mein Brot, weil das ist alles für die Ehemenschen und die Kindermenschen. Und dann packe ich mir das auf den Teller mit Tomaten und zwei Datteln und dem komischen Pseudobrot. Und dann snacke ich das weg als Frühstück. Also so ungesund lebe ich gar nicht. Da könnte ich mich über dieses Thema aufregen, dass es Menschen gibt, die meinen, sie könnten mich noch belehren mit meinen 100 Jahren. Dann haben wir Super Sandwich von Harry. Also Vollkorn Sandwich. Vollkorn. Eigentlich sollte das das Toastbrot sein. Da habe ich mich wieder verklickt. Damit das ja in die Brotdose des Kindes passt. Also viermal Sandwichbrot. Da kommen wir erstmal super lange mit aus, weil wir haben noch super viel Aufschnitt. Viermal Haferdrink für, jetzt kommen wir zu den super ungesunden Sachen. Himbeer White Schokolade. Also Himbeeren mit weißer Schokolade. Knuspermüsli. Honignüsse-Müsli. Und Triple Schokoladenmüsli. So ungesund. So, es war aber auch alles an ungesundem Kram, was ich gekauft habe für mich. Dann kamen mit zweimal Kohlrabi. Hier liegen übrigens auch noch Süßkartoffeln. Die legen wir jetzt mal direkt dabei. Die haue ich übrigens mit ein bisschen Hauch von nichts an Öl in den Backofen und lasse die garen, bis dass sie weich sind wie Kartoffelpüree. Schmeckt super lecker. Eine super ungesunde Gurke. Ganz schlechte Nährwerte. Zweimal Blätterteig. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Ist eigentlich nur Wasser in grüner Stangenform. Eben, es ist grünes Wasser. Grünes Stangenwasser. Den Blätterteig hatte ich dafür gekauft, um den mit dem Kohlrabi und den Erdbeeren zusammen zu backen. Das wird bestimmt auch voll lecker. Super ungesund. Zweimal raffinierten Zucker, weil der Ehemann das nämlich braucht für seinen Kaffee. Der ist das ist ganz raffiniert. Der ist, zack, ist der in deinem Kaffee drin, ohne dass du es mitgekriegt hast. Ja. Einen schönen Blumenkohl für Auflauf und irgendwelches Gemüse für halt Gemüse essen. Und Möhren, 2 Kilo. Super ungesund. So, ganz ungesunder Kram. Jetzt soll sich noch mal einer beschweren, dass ich hier nur ungesunde Kram kaufe. Du. So, und von den Nudeln und den Schupfnudeln und den Spätzle ist nämlich noch fast alles da. Nur weil ich das kaufe in Mengen, heißt das ja nicht, dass es das täglich bei uns gibt. Dann habe ich das aber hier im Schrank und kann bei Bedarf das rausnehmen und brauche dann nicht nochmal extra einkaufen fahren. Gut, ne? So machen das die schlauen Menschen. So, Kinders, das war unser Wocheneinkauf für die restliche Woche. Ja, mal schauen, wie lange wir damit auskommen. Wie gesagt, Körniger Frischkäse, das Brot, die Müslis halten länger als 2-3 Tage. Da werde ich mit Sicherheit eine Woche mit auskommen, wenn nicht sogar noch länger. Jetzt räumen wir den ganzen Rödels weg. So, bevor ich es vergesse, es war natürlich wieder Rewe, ganz klar. Und Abholservice, also ich bin hochbegeistert vom Abholservice. Ich möchte ihn nicht mehr missen. Wenn die das irgendwann mal wieder einstellen, dann habe ich echt die Arschkarte. Dann werde ich wieder zum Menschenmörder.
Der ganze Einkauf hat gekostet 85,99 Euro. Ja. Von daher, es geht voll klar. Für die Sachen, die wir gekauft haben, da werde ich irgendwas Leckeres draus machen. Viele Sachen haben wir auch noch hier vom letzten Einkauf. Von daher, ja, so ist das. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das Video halt seht und euch angucken könnt und Zeit und Lust habt, mich zu ertragen. Das war's von mir, von hier für heute. Ich bin übrigens wunderschön blau in diesem tollen Licht. Oh, extra für euch. Gut, bis dahin. Ciao.